Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums an diesem dritten Advent. Ich kann nur sagen, es war die absolut richtige Entscheidung, hierher gekommen zu sein, denn Sie werden ein Highlight des deutschen Kinojahres sehen. Ein wirklich warmherziger Film und sehr, sehr intelligent. Und wir freuen uns schon mal sehr, bitte schon mal einen Applaus, dass Mariko hier ist, extra angereist. Sie ganz hinten sitzt sie, ich werde sie nachher nach vorne rufen. Was tut sich im deutschen Film? Das ist wie immer eine Kooperation mit EPD Film, Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film. Die sitzen auch hier in Frankfurt und deswegen gibt es eben nach dem Film auch ein Werkstattgespräch hier vorne mit einem Autor von EPD. Das wird Ulrich Sonnenschein heute sein. Sie kennen ihn auch als Moderator bei HR2. Dort macht er auch die Filmsendungen. Also das wird ein sehr schönes Gespräch. Bleiben Sie unbedingt bis danach sitzen. Was tut sich im deutschen Film? Das ist eine Reihe, wo wir jeden Monat ein aktuelles, herausragendes Kinowerk deutscher Sprache zeigen. Das tun wir jetzt auch. Der Film ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen im Kino gestartet, also noch ganz frisch. Und wir haben auch eine schöne Festivalgeschichte schon hinter uns, wenn wir gleich drüber reden. Bevor es dazu kommt, wie immer, keine Werbung bei uns, sondern ein thematisch passender Vorfilm. Ob der wirklich thematisch passt oder sonst wie passt, dafür können Sie mich verantwortlich machen, denn ich habe ihn ausgewählt. Er heißt Chaos und lief jetzt gerade ganz frisch auf den Hofer Filmtagen im Oktober. 4 Minuten lang unter der Regie von Samuel Auer. Also erstmal viel Vergnügen mit Chaos und dann stelle ich Ihnen Mariko vor. Ja, das war Chaos von Samuel Auer und jetzt begrüßen wir die Regisseurin des Hauptfilms des heutigen Abends, Mariko Minoguchi. Willkommen in Frankfurt. Hallo. Hallo. Ja, wir haben uns gerade ein bisschen auch die Ausstellung angeschaut und vielleicht ist ganz interessant zu erfahren, du bist ja gar nicht den klassischen Weg gegangen zum Filmemachen, das ist jetzt dein Regiedebüt, was wir sehen, sondern du hast das dir selber ja so ein bisschen beigebracht. Magst du vielleicht das erzählen, was du mir gerade erzählt hast, wie du angefangen hast? Also zuallererst mal vielen Dank, dass ich hier sein darf und den Film hier zeigen darf und auch, dass so viele Leute da sind, trotz vorweihnachtlichem Stress bestimmt. Ich freue mich sehr. Und jetzt zu deiner Frage. Ich habe eigentlich recht früh eben angefangen, so alles zu filmen und zu schneiden und dann so mit 14 oder so und 14, 15 und was ich Urs gerade erzählt habe, ist, dass ich so mit 16 oder so mir so ein Greenscreen im Keller gebaut habe und damals kam so ganz neu diese iPod-Werbung raus. Ich weiß nicht, ob sich irgendwer daran erinnert, das war so der erste iPod und das war 1000 Songs für die Hosentasche oder total sowas. Coole Werbung mit so Leuten, die, also mit so Scherenschnitten, die eigentlich vor so bunten Farben tanzen mit einem super Song und den habe ich dann zu Hause nachgedreht vor dem Greenscreen und ganz viele andere Videos auch noch gedreht. Wir werden nachher beim Gespräch erfahren, wie der Weg von diesem Studio im Keller dann zum ersten wirklich langen Kinofilm war. Das wird Uli nachher mit dir besprechen. Wir haben uns kennengelernt beim Filmfest München. Da hatte der Film Premiere und danach noch eine tolle Reise irgendwie über die Festivals mit auch vielen Preisen, Publikumspreisen, auch in Biberach zum Beispiel. Erzähl mal ein bisschen von deiner Wahrnehmung. Du bist ja viel mitgereist. Wie war das so, die erste große Festivalreise? Ja, die ehrliche Antwort ist wahrscheinlich, es war schon schön und eine aufregende Erfahrung, aber ich fand es auch sehr anstrengend, weil man halt dann doch immer es irgendwie aufregend ist, vor Leuten zu reden und die Meinungen zu bekommen und man irgendwie, das dann, ich konnte das glaube ich noch alles gar nicht so verarbeiten, jetzt hatten wir zum ersten Mal so 2, 3 Wochen Pause und deswegen kann ich es heute glaube ich auch viel mehr genießen, als in der Phase, wo wir wirklich so viel, teilweise jede Woche in 3 Städten waren und aber insgesamt war es schon eine gute Erfahrung, aber ich glaube so eine bessere Antwort kann ich in ein paar Wochen geben. Voll gut. Genießen ist das Stichwort, das machen wir jetzt. Wir gucken uns den Film an, nachher gibt es das Gespräch. Bleiben Sie sitzen, erstmal viel Vergnügen und Film ab für mein Ende, dein Anfang. Danke dir, Mariko. Bis beide vorne sind, auch schon mal der Hinweis, die beiden werden zunächst unter sich reden und dann haben auch Sie die Gelegenheit, nach so 20 Minuten wahrscheinlich dann Fragen zu stellen. Aber jetzt Uli hat das Wort. Schönen guten Abend. Ups, so. Freue mich, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ähnlich wie mir. Ich habe solch einen Film im deutschen Kino lange nicht gesehen.
Und ich bin sehr erstaunt und erfreut, dass er heute hier ist. Bevor wir auf den Film selbst zu sprechen kommen, würde ich gerne mit Mariko so ein bisschen über ihren Werdegang reden. Urs hat es im Vorgespräch schon angedeutet, das ist eine sehr untypische Laufbahn. Denn normalerweise zeigen wir hier oft Filme von Hochschulabsolventen, auch Debütfilme von Hochschulabsolventen, die mitunter sehr stark sind. Das ist jetzt aber kein Debüt-Absolventenfilm, sondern ein Debüt-Debütfilm. Erzähl mal, wie du zum Film gekommen bist. Also wir haben genau am Anfang ja vorhin schon kurz gesprochen. Also ich habe sehr früh, ich fand immer Kameras ganz toll und habe dann meine Eltern jahrelang angebettelt, dass sie mir eine Kamera schenken. Und dann tatsächlich irgendwann, als ich 15 war oder so, dann waren die auch nicht mehr ganz so teuer, konnte ich so ein paar Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke zusammenlegen und habe dann diese Kamera bekommen. Und ab dann habe ich wirklich alles gefilmt, habe meine Freunde interviewt und Musikvideos gedreht und dachte mir dann irgendwann so mit 17 oder so, jetzt wird es mal Zeit für so einen richtigen Film und habe ein Drehbuch geschrieben, was so recht lang eigentlich sogar war, so 40 Seiten oder so, und habe mich für so eine Jugendfilmförderung beworben, die es damals in Bayern gab. Und das war super, weil da wurde man auch so ein bisschen betreut und hatte Leute an der Seite und konnte sich Technik leihen und hatte 1.000 Euro Produktionsbudget. Das war Maybe, genau. Der schon 20 Minuten lang war, also kein kleiner Kurzfilm. Ja, da ich hatte wirklich keine Ahnung. Es war auch so, dass ich habe wirklich angefangen, diesen Film zu drehen und es ging alles schief. Und dann nach 3 Tagen habe ich mich so vor das Team gestellt und gesagt, ich muss leider abbrechen, weil ich keine Ahnung habe. Und es war ganz schlechtes Wetter, überraschenderweise, trotz Hochsommer. Und dann hatte ich total die Krise, weil ich mir mein Leben lang gewünscht habe, Regisseurin zu werden. Und habe gedacht, nee, ich will es trotzdem unbedingt. Und habe es dann umgeschrieben und total eingekürzt, eben dann so auf 20 Seiten. Und dann ein halbes Jahr später nochmal neu gedreht. Das ist ganz interessant, finde ich, dass über das Scheitern tatsächlich auch nochmal so ein Entwicklungsschritt dann stattfindet. Du hast den Film von mehreren Tagen dann auf einen Tag reduziert. Nee, es war tatsächlich schon immer nur ein Tag, also eine Nacht, die erzählt wird. Das ist eine Silvesternacht am Ende gewesen und 3 Freundinnen. Und es ist eigentlich auch so ein episodischer Film, 3 Figuren und wie die jeweils ihre Nacht verbringen. Also so Coming of Age und eine Komödie. Und, Entschuldigung, was war die Frage? Ja, das war es im Prinzip okay. Schon. Ja, die Reduktion einfach von einem großen Drehbuch. Ich habe auch gedacht, er hätte am Anfang an mehreren Tagen gespielt und dann am Ende eben nur in dieser Silvesternacht. Aber zum Scheitern. Ja, ich glaube, was eigentlich für mich die wichtigste Erfahrung dran war, dass, obwohl es wirklich schrecklich war, mir hat noch nie sowas so Spaß gemacht und ich habe noch nie so konzentriert arbeiten können. Also ich kannte das Gefühl gar nicht, dass man so fixiert auf irgendwas ist. Das erklärt aber ja noch nicht, warum du dann nicht nach dem Abitur gesagt hast, so, ich gehe jetzt an der Hochschule und studiere das ganz ordentlich und mache so wie eben das in Deutschland gerne gemacht wird, eine Ausbildung und dann habe ich was. Ja, eigentlich war das auch immer der Plan. Meine Eltern hätten das, glaube ich, auch ganz gut gefunden. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen den Moment verpasst, weil damals hieß es eben, man muss erstmal so ganz viele Praktika machen, damit man an der Filmhochschule studieren kann. Und dann habe ich mit 18 oder 19, glaube ich, habe ich dann bei so einer Fernsehserie ein Setrunner-Praktikum gemacht. Habe dort meine heutige Produzentin Treni Götze kennengelernt, die damals Produktionsassistentin war. Und das hat total Spaß gemacht, dieses Praktikum. Und dann habe ich irgendwie immer einen Job nach dem anderen gemacht. Habe dann irgendwie ein Jahr später wieder einen Kurzfilm gedreht und dann ein Jahr später wieder einen Kurzfilm. Und dann ist irgendwann der Moment so ein bisschen vorbei gewesen. Vielleicht erklärst du mal, was ein Setrunner ist. Ein Setrunner ist sozusagen jemand, eine Set-Assistenz, könnte man so sagen, der all das macht, worauf die anderen Leute keine Lust haben. Also man ist irgendwie dafür da, dass der Laden läuft, sag ich jetzt mal. Also man muss den Müll wegbringen, man muss Kaffee kochen, man muss, Schauspieler haben manchmal irgendwie bestimmte Wünsche. Also bei diesem ersten Praktikum, das war bei Um Himmels Willen, das ist so eine ARD-Serie. Ich weiß nicht, wer sie von Ihnen kennt, über ein paar Nonnen mit Fritz Wepper in der Hauptrolle. Da musste ich jeden Tag auf Fritz Wepper warten am Parkplatz, um sicher zu gehen, dass dann im richtigen Moment die Hütchen weg sind, damit er schnell einparken kann. Und
und davor ihm aber auch jemand den Parkplatz wegnimmt. Also so schöne Aufgaben. Aber mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich fand es großartig. Ich habe dann immer alle Leute genervt und habe die mit Fragen gelöchert. Und die waren, dadurch, dass es Serie war, hatten die auch alle sehr viel Zeit. Das war eigentlich ein sehr, sehr guter Einstieg für mich. Guckst du dir auch gerne die Serie? Natürlich. Nee, ich habe sie tatsächlich, weiß ich gar nicht, ob ich sie jemals, ich habe, glaube ich, mal ein oder zwei Folgen gesehen. Man kann das eigentlich nicht gucken, muss ich sagen. Nicht? Nee. Schade. So beim Drehen fand ich es wahnsinnig lustig, aber... Aber du würdest tatsächlich Leuten, die ins Filmgeschäft einsteigen wollen, empfehlen, als Setrunner zu arbeiten? Auf jeden Fall. Also ich, absolut, weil ich für mich war es trotzdem so das Tollste. Also ich dachte auch damals, wenn ich morgen krank bin, dann haben die echt ein Problem. Also dann steht der Laden still und so. Und was machen die, wenn ich nicht mehr auf der Straße stehe und die Autos blocke oder so, dass sie nicht durchs Bild fahren? Und ich glaube, man merkt sehr schnell, man kriegt so ein Gefühl für all die Jobs, die die Leute machen. Man kann überall so ein bisschen reinschnuppern und ich glaube, man merkt einfach, ob diese Art des Arbeitens das Richtige für einen ist und ob man halt diese Welt mag. Und ich glaube, das gibt die Menschen, die wissen das dann, die sind am Set und die sind da einfach gut aufgehoben. Und dann, glaube ich, gibt es Leute, die ganz schnell merken, oh Gott, was sind das alles für furchtbare Leute. Der große Unterschied ist auch, wenn man solche Jobs macht, man verdient Geld, anstatt in den Hochschulen, die ja eher Geld kosten. Ja, das ist auch ein Vorteil. Und in dem Moment, wo dann das soweit war, dass du hättest studieren können, warst du auch in deiner Entwicklung schon weiter eigentlich als ein Anfänger einer Hochschule? Ja, dachte ich zumindest. Also nee, ich hatte auf jeden Fall schon recht viel praktische Erfahrung, weil ich hatte irgendwie 4 Kurzfilme gedreht. Und man muss auch dazu sagen, dass ich glaube, was eines der besten Dinge an der Hochschule sind, ist wirklich auch die Kontakte zu machen. Und bei mir eben dadurch, dass meine Produzentin Trini da angefangen hatte zu studieren, ich war ganz viel dort, habe auch dann einen Kurzfilm mitproduziert, eben von Eva Trubisch, den Kurzfilm, und habe die Leute kennengelernt. Und also alle dachten auch, dass ich dort studiere. Also ich war eigentlich so ein Ghost-Student dort und auch die Professoren dachten, dass ich dort studiere. Also aber jeweils immer in einer anderen Abteilung. Und das ist auch ein Gerücht, was ich bis heute hart in der Kehle hält, dass ich dort eigentlich studiert habe. Also ich glaube, wenn man mich googelt, kommt man sogar auf eine Alumni-Seite oder sowas. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwie. Also das heißt, im Prinzip hast du das, was bei der Hochschule am wichtigsten ist, nämlich diese Netzwerke herzustellen, auf die man sich dann auch später im Berufsleben oder beim Drehen verlassen kann. Das hast du sozusagen mitgekriegt, obwohl du nicht dort eingeschrieben warst. Ja, da hatte ich großes Glück, dass ich das so über zweite Hand mitkriegen konnte. Aber ich glaube, für mich auch mit die wichtigsten Kontakte habe ich auch gar nicht dadurch gemacht, sondern, also das waren auch wichtige Kontakte, aber ich glaube, ich habe dann bei einem anderen Kurzfilm Produktionsleitung gemacht und da habe ich den Kameramann kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, mit dem ich dann auch danach gearbeitet habe, der heute Independence Day von Roland Emmerich dreht und über den wiederum habe ich Tim Fehlbaum kennengelernt, mit dem ich dann später zusammen ein Drehbuch geschrieben habe und Thomas Webke, der auch mitproduziert hat. Also es gibt, glaube ich, nie den richtigen Weg oder den falschen. Ich glaube, man muss halt immer so die Augen offen halten und ich glaube, auch wenn man am Set arbeitet, lernt man dafür halt so die Branche kennen. Und ich glaube, es ist tatsächlich einfach Typsache. Die Branche ist ja nach wie vor sehr männlich dominiert. Also von 60% Filmstudentinnen bleiben am Ende 3 in der Praxis über. Wie geht's dir im Moment noch damit, eine Frau zu sein in diesem Männerbetrieb? Das ist eine interessante Frage, weil ich mir die eigentlich nie so wirklich lange nicht gestellt habe, bis vor 2 Jahren das wirklich so Thema wurde. Also ich glaube, dass jetzt in meiner Generation die Produzenten und auch die anderen Regisseure, da ist es, glaube ich, nicht mehr so Thema. Ich merke das eher bei einer bisschen älteren Generation und auch da ist es total unterschiedlich. Also Thomas Webke, einer meiner Produzenten, der ist auch Ende 50, für den spielt das überhaupt keine Rolle und da merkt man überhaupt keine chauvinistischen Züge. Aber ich glaube, dass man schon, ja, es gibt so gewisse ältere Herren innerhalb dieser Filmbranche, die schon sehr lange an ihren Positionen sitzen und heutzutage, glaube ich, ist der Vorteil, dass es eigentlich halt nicht mehr um Geld geht, weil mit einem Film verdient man nicht Geld und Geld bedeutet natürlich immer gleich Macht. Und ich glaube, dass
diese Leute, die auch immer noch so sind, die haben eine gewisse Zeit miterlebt, wo es Macht gab und wo Leute Macht ausgeübt haben. Und ich glaube, das kann sich so heutzutage auch nicht, können sich nicht mehr viele Leute erlauben. Und die Zeiten ändern sich. Ich glaube, man sollte einfach, wenn man es vermeiden kann, mit solchen Leuten wirklich nichts zu tun haben. Und da gibt es Leute, von denen man weiß, dass sie etwas unangenehm sein können. Mhm. Und da muss man einfach schauen, dass man einen weiten Bogen drum macht. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, dass ich auch Dinge erlebt habe, wo ich im Nachhinein sage, das war eigentlich nicht okay, dass das so war. Aber ich habe das währenddessen, für mich war das halt nicht schlimm. Also auch bei einem meiner ersten Praktika, dass dann halt, da wird einem natürlich anderen auf dem Hintern gehauen von irgendwelchen Beleuchtern oder eben irgendwer will einen mit Kuss auf den Mund begrüßen und so. Und ich habe das... Aber nicht der Beleuchter, sondern das war der Hauptdarsteller. Das war der Hauptdarsteller. Aber das ist so, ja... Ich für mich war das damals, ich habe das nicht als Belästigung empfunden, aber ich glaube, das heißt ja nicht, dass es das nicht ist. Und nach mir war zum Beispiel eine Praktikantin da, die war ein bisschen anders vom Typ, die hat auch mehr geflirtet irgendwie. Und da ist dann die Situation ziemlich unangenehm geworden, weil der Kameramann sie damals irgendwie bedrängt hat. Und dann war es so, dass sie halt letztendlich gehen musste und er ist geblieben. Und ich glaube, sowas wäre zum Beispiel heute, würde ein bisschen anders gehandelt werden. Du hast gerade gesagt, es geht nicht mehr so sehr um Geld, weil man mit Film kein Geld mehr verdienen kann. Das mag in einer gewissen Szene sogar stimmen, aber Film kostet unheimlich viel Geld. Und auch deine ersten Kurzfilme haben sich nicht umsonst gemacht. Mhm. Hast du da dein Sparschwein geplündert oder Oma gefragt oder wie ist das zustande gekommen? Ich hatte so eigentlich mir so vorgenommen, dass ich jetzt nicht... Das hätte sich, glaube ich, angefühlt wie so ein Hobby, wenn ich das selber bezahlt hätte. Außerdem hatte ich gar nicht genug Geld. Und wir haben die Filme, also man muss dazu sagen, die waren wirklich alle sehr, sehr günstig. Also es gab einen Film, das war so der teuerste, der hat 8.000 Euro gekostet. Und da hatten wir damals auch so eine Jugendfilmförderung und dann haben wir noch eine Stiftung gefunden, die uns noch ein paar tausend Euro gegeben haben. Aber das Tolle ist wirklich bei einem Kurzfilm, finde ich nach wie vor unglaublich. Erstmal wirklich, dass alle umsonst arbeiten, auch etablierte Schauspieler. Also bei dem einen Kurzfilm haben Juliane Köhler und Matthias Brandt mitgearbeitet. Die haben natürlich auch kein Geld bekommen. Dann ist es so, dass dann Ari sagt, ja, bei uns könnt ihr umsonst die Postproduktion machen, bei Licht und Ton kann man halt für einen Kasten Bier und einen Kuchen dann die Technik leihen. Also die Branche ist schon sehr, sehr großzügig zum Nachwuchs und ich habe mich da immer sehr unterstützt gefühlt. Matthias Brandt ist jemand, der Nachwuchs im Blick hat und da tatsächlich in Kurzfilmen ohne Gage auftritt? Also es ist schon eine Weile her. Also ich würde sagen, auf jeden Fall macht er das, weil ich glaube, dass Matthias Brandt ein großer Filmenthusiast ist. In dem Fall ist er, glaube ich, so ein bisschen reingerutscht, weil ich wollte unbedingt eigentlich den Film mit Juliane Köhler machen, weil die kannte ich auch schon. Und sie meint, ja, für sie ist es total essentiell, wer der Partner ist. Und dann meinte ich, ja, wenn sie den Vorschlag hat, sehr gerne. Und dann meinte sie, ja, Matthias Brandt. Und dann habe ich so, okay, ich schaue mir erst mal das Demoband an. Und weil ich kannte den zu dem Zeitpunkt nicht. Ist aber auch, das war so kurz vorm Polizeiruf, als es losging. Und dann dachte ich mir, ja, das ist großes Talent, warum nicht? Und dann hat sie uns gleich so vorgestellt, eben bei der Premiere vom Polizeiruf und hat dann das eigentlich so direkt, sie hat das eigentlich alles so eingetötet. Ich glaube, er kam dann gar nicht mehr raus aus der Nummer. Aber er war dann, ein paar Tage zuvor ist dann eben der Polizeiruf zum ersten Mal ausgestrahlt worden und es kam so ein Riesenporträt in der Süddeutschen und da habe ich das dann erst gecheckt, wer das ist und habe totale Panik bekommen. Also er ist auf jeden Fall als Interviewpartner schon schwer genug zu kriegen. Deswegen bin ich ganz erstaunt, dass ausgerechnet er. Da kommt natürlich eine andere Ebene noch dazu, zu dieser Form von Selbstausbildung, Selbstlernen, das ist Filme schauen. Ja, wie wichtig war das? Und kannst du einfach ein paar sagen, die so deinen Weg geprägt haben? Also Filme schauen ist das Allerwichtigste. Also es gibt nichts, fast nichts, was ich lieber mache, als Filme schauen. Und ich bin ein großer Christopher Nolan-Fan, das kann man vielleicht auch ein bisschen erahnen. Das ist der Regisseur von Memento, Inception, Interstellar, Dunkirk und
jetzt mal hochgegriffen, sage ich, das kann man da erkennen. Also es ist so, man spürt vielleicht eine Inspiration. Dann finde ich Inarito ganz toll, also vor allem die alten Sachen, 21 Gramm, Amor des Perros, Babel, Denis Villeneuve, Sicario, Arrival, es gibt noch viele mehr. Also es gibt dann so, ich mag schon sehr gerne das amerikanische Kino. Michel Gondry auch, es ist lustig, weil das jetzt auch oft in Kritiken irgendwie erwähnt wurde. Michel Gondry finde ich ganz toll, aber es ist mir ein bisschen zu halt verspielt. Das fand ich, früher war ich ein großer Michel Gondry, mittlerweile Fan, jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so. Weil das sind so die, also Iñárritu und Christopher Nolan, würde ich auch sagen, sind, merkt man in dem Film. Ja. Ist das tatsächlich so gewesen, dass du, während du diese ganzen Filme gesehen hast, schon an einem eigenen Konzept gearbeitet hast über Jahre? Oder war irgendwann der Zeitpunkt, eben keinen Kurzfilm mehr zu machen und dann einen langen Film zu drehen und dann hast du dir einen Stoff gesucht? Ja, irgendwann dachte ich mir, ich will gern den langen Film drehen. Und das Schwierigste ist, glaube ich, wirklich den passenden Stoff zu finden. Ich habe dann jahrelang eigentlich an verschiedenen Drehbüchern geschrieben. Also immer eins angefangen, dann habe ich es wieder verworfen. Weil erst ist es einfach schwierig, so eine passende Geschichte zu finden und dann auch ein Thema, womit man Lust hat, sich jahrelang zu beschäftigen. Und dann ist, glaube ich, beim ersten Film hat man auch immer das Gefühl, man muss sich so positionieren oder man muss wie so eine Visitenkarte sich schaffen. Und dann, als ich mal diese Idee dann hatte, ging es ziemlich schnell. Und es war jetzt nicht beim Gucken der anderen Filme, dass ich dachte, ah, das könnte man so. Aber es hat mich total geprägt, weil das sind halt die Filme, die ich cool fand, die bei mir so ein unvergessliches Erlebnis waren und die ich sehr, sehr oft gesehen habe. Es sind da eigentlich drei Geschichten in diesem Film. Also die Geschichte einer trauernden Frau, die Liebesgeschichte eines Paares und die tragische Geschichte eines krebskranken Mädchens. Die so zu verknüpfen und zu verweben, wie du das hier gemacht hast, war das Prinzip zuerst da, dass du gesagt hast, ich brauche verschiedene Stränge, die ich dann auch auf verschiedene Arten erzählen kann? Oder hattest du diese einzelnen Geschichten und hast dann überlegt, wie kann ich die verzahnen? Das weiß ich nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Also weil ich glaube, die Ebenen kamen so zustande, weil ganz am Anfang war das mal, so die erste Idee war eine Zeitreisegeschichte. Und da war immer klar, ein Teil spielt in der Vergangenheit, ein Teil spielt in der Zukunft. Und dadurch kam diese Ebene zustande und das hat dann aber nicht funktioniert, weil das halt so, Zeitreise ist immer ein bisschen schwierig und was ist dann eigentlich so eine Zeitmaschine und so. Oder man hat dann immer auch so das Logikproblem irgendwann. Und dann kam irgendwann die Idee, das alles ins Jetzt zu verlegen und dass man trotzdem eigentlich so eine Gleichzeitigkeit hat zwischen Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart. Und dann habe ich tatsächlich einfach angefangen zu schreiben. Also ich schreibe nie so Exposés, also nie so erstmal die Geschichte komplett auf, sondern ich fange tatsächlich am liebsten an, direkt einfach zu schreiben mit dem Drehbuch und den Dialogen. Und das hast du dann tatsächlich so geschrieben, wie es dann auch hinterher, also diese ganzen Verzahnungen hast du quasi nicht hinterher verschnitten, sondern hast die direkt so geschrieben, wie man es dann auch sieht? Ja, also in der allerersten Fassung war es bestimmt noch ein bisschen anders. Also ich glaube, beim allerersten Schreiben habe ich teilweise Nora und Aaron-Szenen noch nicht komplett geschrieben gehabt, weil das waren so die schwierigsten, weil da eigentlich halt nichts passiert. Weil es sind keine Szenen, die Geschichte an sich voranbringen. Und deswegen war das eigentlich die größte Herausforderung. Aber es war immer ziemlich klar, jetzt muss man zu dem springen und da muss man zu dem springen, also beim Schreiben. Mhm. Und die Drehfassung oder eigentlich die zweite Drehbuchfassung ist genauso wie der Film. Also es gibt zwei Szenen, die ein bisschen woanders stehen. Also er hat ja in Momenten eine ungeheure Zwangsläufigkeit. Also wenn man dieses Moment des Kinderarmbands beispielsweise nimmt, das ja Auslöser ist für im Prinzip mehrere Katastrophen und eigentlich völlig beiläufig passiert. Er nimmt das da weg, weil sie ihr Armband verliert und das große Ganze passiert oder hängt da dran. Diese Form von Zwangsläufigkeit, von Verknüpfungspunkten, hast du dir die vorher überlegt oder sind die so einfach natürlich zu dir gekommen? Also
Ich glaube, es gibt dann so ein paar Sachen. Also komischerweise habe ich das Gefühl, so dass irgendwann fügt sich es tatsächlich einfach so. Also ich glaube, es muss einmal so ein Knoten platzen und dann ist es einfach so, als hätte es schon immer so sein müssen, habe ich beim Schreiben das Gefühl. Und ich glaube jetzt sowas mit dem Armband, ich mochte halt immer eigentlich gerne diese Idee der Szene mit dem unsichtbaren Armband. Und dann war es natürlich klar, dass man das irgendwie etablieren muss. Und aber wie wird das etabliert? Und dann war es klar, okay, genau, das ist nicht nur der Schlüssel, um dieses Armband zu etablieren, sondern es hat auch noch eine andere Konsequenz. Und ich glaube, das ist wirklich immer wie so ein Puzzle. Du hast das Drehbuch in Taiwan geschrieben. Musstest du raus aus deinem Umfeld, um irgendwie dich mit den Figuren anfreunden zu können? Warum in Taiwan? Also ich hatte so eine ziemliche Krise so davor und weil ich so irgendwie nicht mehr genau wusste, was ich eigentlich will im Leben. Und dann mache ich das, was ich immer mache, ist so eine Flucht und habe dann spontan einen Flug gebucht nach Taiwan. Und das, ich weiß nach wie vor eigentlich nicht genau, warum Taiwan. Ich glaube, weil ich es nicht, noch nie dort war und nichts drüber wusste. Und ich hatte mal vor Jahren Taiwaner kennengelernt, die total nett waren. Und dann dachte ich, super Ort. Und dann kam noch hinzu, dass es auch halt irgendwie eine Stadt ist, aber nicht so teuer und auch nicht zu schön, sodass man jetzt nicht so am Strand sitzt die ganze Zeit und dann doch nicht arbeitet. Und dann kam ich da an, das war dann doch nochmal wirklich ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und ich habe dann in so einer Wohnung mit 5 Leuten gewohnt, in so einem 8 Quadratmeter Zimmer. Es gab fast kein Tageslicht, es hatte so 38 Grad. Ui. Und der Laptop ist immer abgestürzt. Nee, der hat gut funktioniert tatsächlich. Aber es war tatsächlich ziemlich schlimm, weil ich konnte auch dann, ich habe diesen Jetlag nicht überwunden. Und habe totale Schlafstörungen gehabt und habe irgendwie auch, hatte auch überhaupt keinen Appetit mehr. Und also es war auf jeden Fall, es war keine leichte Zeit. Ich glaube, dass es sich auch bedingt hat. Also ich glaube, es war insofern gut, weil ich dann auch immer halt so das Schreiben war auch das, so das Gute, also es war wie so ein Rettungsring auch in gewisser Hinsicht. Aber ich glaube, dass es natürlich auch da so eine Wechselwirkung hat, dass es mir dadurch auch nicht so gut ging, weil man ja immer das auch so ein bisschen mitempfinden muss, was diese Figuren so erleben. Also ich habe dann auch immer von denen geträumt und ich war halt so mit denen die ganze Zeit unterwegs und es ist mir erst im Nachhinein, als es die erste Fassung fertig war, aufgefallen, dass ich ja halt diese ganze Trauerarbeit irgendwie auch so mitgemacht habe. Und die ostasiatischen Wurzeln, das hat damit nichts zu tun? Nee, in dem Fall hatte das eigentlich nichts damit zu tun. Es war einfach, weil ich irgendeinen Ort gesucht habe. Und es war auch genau das Richtige. Es war jetzt nicht so eine einfache Zeit, aber ich war dann auch irgendwie noch auf den Philippinen. Aber Hälfte der Zeit bin ich spontan auf die Philippinen, weil ich dachte, ich muss mal raus und hatte so 2 Typen kennengelernt und war dann mit denen, haben wir uns auf so eine einsame Insel aussetzen lassen. Und da wurde gerade Trump zum Präsident gewählt. Da kamen wir zurück und die Welt war so eine ganz andere. Da gab es kein WLAN auf der Insel. Da gab es nichts wirklich. Da gab es keinen Strom, kein Wasser und so. Aber das war auch super, weil da irgendwie hatte ich halt auch, ich hatte keine Bücher mehr, weil ich die alle schon gelesen hatte und hatte halt nur so meine Notizen dabei. Und ich glaube, das war auch für das Drehbuch nochmal total gut. Und da hast du dann per Hand geschrieben, nicht mehr im Computer. Genau, da habe ich einfach nur per Hand die ganze Zeit so, man konnte da nichts machen, außer einfach den ganzen Tag so im Schatten zu legen und zu warten, bis es Abend wird und dann man schläft und dann am nächsten Tag passiert dasselbe. Der Film hat ja, der Film hat ja im Prinzip 2 Ebenen. Ich wollte jetzt gerade das Wort vordergründig verwenden, ich weiß aber gar nicht genau, was vordergründig ist und was hintergründig. Also die eine Ebene ist die von Liebe und Trauer und die andere Ebene ist die von Determinismus. Also die Frage, ist alles das, was wir tun, in irgendeiner Form einer Ordnung unterworfen oder gar einer Bestimmung? Welche Frage ist dir wichtiger? Also mir ist vor kurzem bewusst geworden, dass es eigentlich für mich immer um eine ganz andere Frage ging. Das habe ich total vergessen gehabt, weil immer dieses Thema mit dem Determinismus der Fall war. Eigentlich, glaube ich, war für mich immer so eigentlich der Schlüsselmoment, der allerletzte Moment im Film, wenn sie in der Tür steht. Und dann die Frage, wird eigentlich alles genauso wieder passieren? Also weil in der Quantenmechanik
ist ja eben so, dass man so eben diese Ach, in der Tür der U-Bahn steht. Genau. In der Tür der U-Bahn steht, weil eigentlich klar ist, wir haben gesehen, was wird passieren. Also sie wird wahrscheinlich aussteigen und alles wird genauso wieder passieren. Aber in dem Moment könnte man auch sagen, okay, wir sind gerade in dieser Szene und vielleicht ist das auch alles nur, was passieren könnte. Und sie kann sich entscheiden, auch in die U-Bahn einzusteigen und Aaron nie zu begegnen. Und also, dass sie sich nicht kennenlernen und verlieben und alles wird anders passieren. Und eigentlich geht es, glaube ich, für mich um die Frage, ob man irgendwie das Leben eigentlich so und auch so diesen Schmerz annimmt und sagt, das lohnt sich für diese Beziehung, die sie so eingegangen sind. Ja, diese Frage. Wünsche ich mir, dass Nora ein- oder aussteigt? Wobei das schon auch immer noch mit dem Determinismus zusammenhängen kann. Ja. Also der Frage, ist das, was folgt, das, was notwendigerweise folgen muss, wäre sozusagen der knallharte Determinismus. Aber ist das, was folgt es deshalb, weil es einer Ordnung unterworfen ist? Also das Ordnungssystem existiert, egal wie sie sich entscheidet. Ja, wer weiß. Also vielleicht, oder wenn man jetzt nochmal bei der Quantenmechanik bleibt, in 100 Mal, so in, also wenn man 100 Parallelwelten hätte, es würde wahrscheinlich immer genauso passieren. Mhm. Aber in einer anderen würde es vielleicht ganz anders passieren. Mhm. Also diese Fragen der Quantenmechanik oder überhaupt der theoretischen Physik, das interessiert dich schon. Verstehst du das auch? Bedingt. Also es gab Phasen, in denen ich es ein bisschen besser verstanden habe, weil ich mich viel damit beschäftigt hatte. Aber mein Bruder ist Quantenphysiker und der ist ein sehr, sehr guter Erklärer. Und der steht sozusagen Pate für Aaron. Genau, also der hat mir dann natürlich auch geholfen. Der hat die Tafelbilder gemacht, der hat alle Notizen gemacht und der hat auch bei dem Vortrag geholfen, dass das jetzt nicht so total bescheuert ist. Und durch den kam auch wirklich diese ursprüngliche Idee, weil der mir irgendwann mal das versucht hat zu erklären, was er eigentlich beruflich macht. Mhm. Wenn man jetzt bei der Bestimmung bleibt und das mal zurückprojiziert auf die Arbeit, wie weit hast du vorgegeben, was zu geschehen hat am Set? Wie weit hast du Improvisation zugelassen oder sogar offene Szenen gestaltet, gesagt, mach mal, ich guck mal zu? Also ich würde natürlich sagen, ich wäre sehr, sehr offen für alles. Ich glaube, da, wenn jetzt irgendwer anders hier sitzen würde, würde er anders das formulieren. Also es ist nichts improvisiert in diesem Film. Obwohl ich trotzdem sagen würde, ich glaube, es würde zu dem Film nicht passen, weil der ist ja schon sehr super realistisch insgesamt und ich glaube, man würde das spüren, wenn plötzlich manche Dialoge improvisiert wären, weil da doch ein anderer Duktus dann dahinter steckt. Aber ich glaube schon, dass die Schauspieler so innerlich irgendwie schon sehr frei waren, weil letztendlich habe ich denen sehr viel überlassen. Also wir sind eigentlich, also im Idealfall war es so, die beiden Schauspieler und ich waren alleine im Raum, haben gesagt, okay, wir proben und ich bin großer Fan von Offenheit. Also ich habe ihnen einfach dann gesagt, okay, da müssen wir hinkommen. Also da sind wir am Anfang, da müssen wir hinkommen. Und im Film hat das die und die Funktion. Mhm. Also ich habe sie sehr eingeweiht. Und dann haben wir halt zusammen eine Lösung gefunden. Wie schafft man das, dass das dann eigentlich einigermaßen natürlich passiert? Also das ist so, also gerade auch zum Beispiel diese Szene, ist vielleicht ein gutes Beispiel, dieser Streit zwischen Maxi und Nathan in der Wohnung. Mhm. Das war eine ziemliche Herausforderung, weil im Drehbuch lässt sich das total leicht schreiben. So, ja, und dann hält er ihn zurück und dann rangeln sie und dann plötzlich richtet er die Waffe auf ihn. Und in der Realität ist es halt total schwierig zu inszenieren. Und aber eigentlich dann eben, wir haben das immer so gemeinsam gemacht und die hatten auch immer gute Ideen und haben ja auch teilweise viel, viel mehr Erfahrung als ich. Und dann hat das eigentlich immer gut funktioniert. Jetzt beim zweiten Sehen ist mir aufgefallen, dass dieser Geschirrschrank, dass der sehr dem Experiment von Schrödingers Katze ähnelt. Das Geschirr ist da drin und man weiß nicht, es ist weder heile noch ist es kaputt. So wie bei Schrödingers Katze, man nicht weiß, die Katze in der Kiste, weder tot noch lebendig. Ja. Stimmt das und hast du das dir so ausgedacht oder wo kam die Idee her? Also es ist tatsächlich, also Aaron sagt auch einmal Schrödingers Schrank, also das ist sozusagen für ihn auch die Formulierung für den Schrank. Es ist jetzt nicht wirklich meine Idee, weil vor ein paar Jahren gab es im Internet mal ein Foto in irgendeinem Forum von einem Schrank,
der so war, wurde veröffentlicht und dann war halt die Frage, okay, was mache ich? Und dann haben halt ganz viele Leute geantwortet und das war sehr lustig. Und das, in der Zeit habe ich geschrieben, habe ich das direkt übernommen, weil das natürlich auch so eine schöne Metapher eigentlich ist für Aaron. Man denkt ja, wenn man den Titel liest oder hört und dann auch die ersten Szenen sieht, es geht um existenzielle Fragen von Leben und Tod, Ende und Anfang, Weiterleben, Neuanfang, so. Und wenn man den ganzen Film dann sieht, dann ist es am Ende einfach nur ein Palindrom. Nora, Aaron, mein Ende, dein Anfang. Und das finde ich eine sehr schöne Wendung, also zuerst zu suggerieren, es geht um was ganz Großes und am Ende zu sagen, es ist eigentlich trotzdem nur ein Spiel. Mhm. Wie weit spielst du mit diesen Sprachbildern, mit so Palindromen? Ja, wir haben vorhin schon mal kurz geredet. Ich bin großer Fan von Palindromen und sammle immer Worte, die vorwärts und rückwärts funktionieren, weil ich auch rückwärts sprechen kann. Also mittlerweile bin ich nicht mehr so geübt, aber das ist irgendwie so eine Störung im Gehirn. Sprich mal rückwärts. Ja, du musst mir irgendwas sagen. Ich sag dir einen Satz. Oder ja, sag mir lieber ein Wort, weil ich glaube, ein Satz, weiß nicht, ob ich es schaffe. Drehbuch. Rückwärts. Und das Drehbuch habe ich in Taiwan geschrieben. Sat rückwärts. Ebachi. Nee. Naviat Nebirschek. Wow. Jetzt, sehr, sehr sinnvoll. Jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu fragen, warum ein Teil des Films rückwärts erzählt ist. Es ergibt sich quasi von selbst. Aber dennoch, warum? Es weil es irgendwie so Sinn gemacht hat. Also nee, es war irgendwie, bevor es die Geschichte gab, gab es tatsächlich diese Endszene, dieses Paar Nora und Aaron an der U-Bahn-Station, weil ich einfach immer diese Bahn, so ein schönes Symbol, also so dieser Bahnhof der aller verpassten oder genutzten Chancen irgendwie, weil man sich ja so oft denkt, man hat jetzt eine Bahn verpasst und dann denkt man sich so, ja naja, vielleicht musste das ja so sein, weil dann das und das passiert, oder was hätte denn alles passieren können, wenn ich sie erwischt hätte? Und deswegen fand ich das immer sehr schön. Und irgendwie war das dann klar, also und ich wollte, was mir total wichtig war, dass es irgendwie doch eine Form von Happy End auch gibt. Also weil es ja doch ein dramatischer Film, aber ich wollte nicht, dass man als Zuschauer total deprimiert ist am Ende. Nee, weil es ja eben tatsächlich eigentlich ein Film ist, der um harte Schicksalsschläge, also Mord und Krebs, Kinderkrebs und so kreist. Ja. Also da ist die Hoffnung auf ein Happy End ziemlich gering. Ja, also das stimmt. Aber ich bin total erleichtert, weil mir immer Leute, also jetzt auch nach Kinostart haben mir ganz oft fremde Leute geschrieben, dass sie schon lange nicht mehr mit so einem positiven Gefühl aus dem Kinosaal gegangen sind oder auch am Filmfest hat irgendwie gemeint, so, sie hat jetzt das Gefühl, das Leben ist schön. Oder irgendwer hat mir geschrieben, dass er sich so fühlt wie frisch verliebt. Und das war schon immer die Hoffnung, dass es klappt, aber das wussten wir natürlich nicht. Ich finde es interessant, dass es klappt. Also auch mir geht es so, dass man diese tragischen Anfang, der löst sich quasi durch diese Rückschritte oder dieses Rückwärtsgehen, löst er sich nicht in seinem Effekt auf, aber in seiner Tragik. Mhm. Also ich glaube, es ist ja auch gar nicht nur die Rückwärtsebene. Also ich finde ja auch, dass Nora eigentlich eine wichtige Entwicklung durchmacht. Also insofern, ich glaube, dass der Titel, auch wenn er sich da auf den Namen bezieht, auch für sie irgendwie gilt. Weil ich glaube, sie jetzt irgendwie zum ersten Mal, also in meiner Fantasie ist es so, dass sie jetzt halt zum ersten Mal wirklich so sich total so frei macht, weil ich glaube, früher hat ihr halt ihre Mutter gesagt, was sie machen soll und ich glaube, letztendlich hat Aaron ihr auch immer dann gesagt, was er für richtig hält und ich glaube, dass für sie jetzt eine tolle Zukunft vor ihr steht. Also ich habe das nie so gesehen, dass sie sich befreit fühlt, sondern ich habe die Trauer bleibt schon. Ja, nein, schon. Aber sie so auch im letzten Moment ist es ja auch so, dass sie, also auch wenn sie weint, lacht sie ja so ein bisschen. Und ich glaube, dass sie wird natürlich auch noch eine Weile brauchen, daran zu knabbern haben. Aber ich glaube, dass sie da mit einem neuen, gestärkten Selbstbewusstsein rausgehen wird aus der ganzen Nummer. Wie hast du den Film besetzt? Es gibt einen Star und der hat eigentlich kaum Zeit im Film, Hans Zischler. Ja. Warum gibt es diesen einen Star und wie ist das zustande gekommen?
Simone Bär hat das gemacht natürlich. Ja. Genau, also wir hatten erstmal eine ganz tolle Casterin, muss man sagen. Es gab so ein paar Leute, die von Anfang an irgendwie so einigermaßen klar waren oder das oder so die Wunschvorstellung, das waren Saskia und Julius tatsächlich, also Nora und Aaron. Und bei Hans war das so, der war auch sehr, sehr früh schon mit dabei. Ja, ich habe das Problem, dass immer, wenn ich mir so eine bisschen patriarchische Vaterfigur vorstelle, stelle ich mir immer Hans Zischler vor. Und ich glaube, was natürlich der Vorteil ist, diese Figur hat so wenig Zeit im Film. Und die war im Drehbuch sogar noch ein bisschen wichtiger irgendwie. Also da waren die Eltern, hatten noch, auch wenn sie gar nicht mehr Auftritte hatten, irgendwie waren sie innerhalb der Szene noch wichtiger und hatten noch mehr so Momente, wo man so von ihnen so Gefühle gesehen hat. Und das Tolle ist natürlich, dass so ein Hans Zischler zum Beispiel ganz viel schon mitbringt. Also ich glaube, dass alle den halt in gewissen Rollen schon gesehen haben, eben als Vater in verschiedenen Filmen und all das dann auch mitspielt. Also ich glaube, es ist, ohne dass man ihn so viel machen lassen muss, ist schon total klar, was er für ein Typ ist. Was kommt als nächstes? Ja, ich hoffe, wieder ein Film. Und das versuche ich jetzt dann zu schreiben. Und es ist auch wieder so 2 oder 3 Stränge, aber größer und besser und mehr Kino. Noch besser? Noch besser? Für mich ist es so, dass ich sehe ja immer nur, wenn ich den Film anschaue, sehe ich nur, so, was alles nicht funktioniert hat. Und, was hat denn nicht funktioniert? Oh, da gibt es so viel. Also, oder was heißt eins nicht reicht schon. Aber ich glaube, man hat ja so eine gewisse Vorstellung. Das ist einfach sehr, sehr schwer umzusetzen. Und ich habe jetzt so total gemerkt, wo brauche ich noch Übung? Also, weil vieles habe ich zum ersten Mal gemacht. Und ich meine, zum Beispiel dieser Banküberfall, das war eine Riesenherausforderung. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber ich dachte mir auch, oh, so Action, da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Das würde ich gerne mehr machen. Oder auch Szenen, wo einfach mehr Elemente drin sind, weil so Szenen mit nur 2 Schauspielern in einem Raum ist verhältnismäßig einfach. Aber diese U-Bahn-Szene, da wo man 60 Komparsen hat, eine U-Bahn irgendwie, die man dann hin und her schicken muss und aber nur für 2 Stunden oder so. Mitten in der Nacht wahrscheinlich. Nee, das war sogar vormittags, aber das sind die Sachen, die aber einen Film zu einem Film machen, meiner Meinung nach. Irgendwie so Bewegung im Bild. Aber wo ich einfach noch nicht viel Erfahrung drin habe. Und insofern ist bei dem nächsten Film einfach so ein Ansatz, all das, was schwierig war oder wo ich das Gefühl habe, da bin ich noch nicht so gut drin, richtig viel reinzutun. Und dann, ja, eben, dass es ein tolles Kinoerlebnis wird. Und ich würde sagen, es ist als logische Konsequenz von dem Film, also es, für mich ist die logische Konsequenz, dass man sagt, so eine gewisse Art zu erzählen behält man bei. Aber klar, eine neue Geschichte. Momentan ist es so, dass es einen Teil im Ausland spielt und der andere Teil in Europa und auch 2 sehr unterschiedliche Figuren, deren Schicksale aber auch miteinander verknüpft sind. Also wenn dieser Film eher wie Memento ist, dann wird der nächste wie Inception. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Haben Sie noch Fragen? Haben Sie Lust zu fragen? Möchten Sie irgendwas wissen? Ich würde gerne nochmal zum Drehbuch zurückkommen und ich habe auch den Eindruck, dass die Nora eine ziemliche Entwicklung durchgemacht hat. Und mich würde mal interessieren, ob Sie den Film Das Herz von Janine gesehen haben. Ich frage das deswegen, weil ich auch das Gefühl habe, es geht auch um das Thema Barmherzigkeit. Also weil sie ist ja zum Schluss die Spenderin, die sozusagen vergibt. Das ist ja ein Moment das kulminiert erstmal in dieser Szene dann am Fluss, wo es anfängt zu regnen. Und sie ist dann eben die Spenderin und rettet dem Mädchen das Leben. Genau. Den Film habe ich nicht gesehen. Wie heißt der? Das Herz von Janine. Das Herz von Janine, der geht um einen palästinensischen Vater, dessen kleiner Sohn erschossen wird von israelischen Soldaten, der die Organe spendet und die an israelische Kinder gehen und dann wird der begleitet. Und das ist, glaube ich, auch ein Dokumentarfilm gewesen. Ja, ist auch ein echt und das sind so richtige Hardcore-ultradoxe Juden, die dann diesen Palästinenser wo diese Konfrontation ist damit. Also es ist auch ein Film über sozusagen Vergebung und auch ein toller Film, ja. Wow, nee, das klingt super, muss ich mir unbedingt anschauen. Also erstmal vielen Dank für den Filmtipp. Tatsächlich, das stimmt, das ist, ich glaube, was für mich wichtig war auch immer, ist letztendlich, weil eben immer diese Frage kommt nach Zufall oder Schicksal,
Ich persönlich glaube, dass es letztendlich überhaupt keine Rolle spielt, weil das sind zwei verschiedene Bezeichnungen für dasselbe Gericht einfach, was wir nicht bestellt haben. Und ich glaube, das Einzige, was man eben machen kann, ist, wenn einem das hilft, zu sagen, es musste alles so passieren, dann kann man das ja einfach so sagen und das ist schön. Also ich glaube, die Frage ist ja immer eh nur die eigene Einstellung dazu. Und ich glaube, was bei Nora ja so ist, diese Entscheidung, vor der sie steht, ist, sie kann nicht mehr ändern, dass Aaron stirbt, aber sie kann halt versuchen, der Sache nachträglichen Sinn zu geben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen was Japanisches, ehrlich gesagt. Ja, kann sein. Inwiefern japanisch? Ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, weil vielleicht ist es auch ein bisschen langweilig. Aber zum Beispiel in Japan ist so total, ich glaube, hier gibt es ja dann doch auch durch das Christentum immer wieder auch diese Erbsünde und so weiter. Und in Japan irgendwie habe ich das Gefühl, dass es halt eben so dieses nachträgliche Sinnstiften total die große Rolle spielt, was zum Beispiel jetzt anhand des Beispiels in irgendwie Atombombe in Hiroshima und die Japaner haben sehr lang darum gekämpft, dass sie endlich auch an der Atomkraft forschen dürfen und für die friedliche Nutzung der Atomkraft, um all diesen Hunderttausenden von Opfern, also den Toten, einen Sinn zu geben. Und das Ergebnis war Fukushima. Ja, furchtbar, wirklich. Aber es ist ja total interessant als Einstellung. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Marike freut sich auch immer noch zu erfahren, wie es Ihnen gefallen hat. Also vielleicht. Je nachdem wie. Mit Einschränkung. Ja, ich. Gut, also ich habe mal eine ganz banale Frage eigentlich. Heutzutage werden ja die meisten, also ich weiß nicht die meisten, aber zumindest sehr viele Filme eigentlich eher im, oder Drehbücher eher im Team geschrieben oder zumindest zu zweit. Und ich finde das immer sehr beeindruckend eigentlich, wenn ich sehe, dass jemand einen Film ganz alleine schreibt, gerade sowas. Und ich wollte einfach banal fragen, ob Sie sich überhaupt vorstellen können, jemals einen Film mit jemand anderem zu schreiben oder ob Sie das eher dann vielleicht fast übergriffig finden würden oder so, weil das ist bestimmt auch schwer, aber dann wiederum kann es natürlich auch eine ganz große Hilfestellung einfach sein. Also ich glaube, dass es in diesem Autorenfilmebereich, also bei Serien wird mittlerweile sehr, sehr viel zu mehreren geschrieben. Ich glaube, beim Spielfilm gibt es doch immer noch auch einige Leute, die alleine schreiben. Ich fände das total super. Ich habe auch schon mal für einen anderen Regisseur mit ihm zusammen ein Drehbuch geschrieben. Das war eine super Erfahrung, auch hart, weil letztendlich er so immer die letzte Entscheidung treffen durfte. Ich glaube, wenn man die richtige Person findet, dann ist es großartig, aber ich habe die richtige Person noch nicht gefunden. Ich möchte einfach mal ein ganz dickes Lob und Anerkennung zum Ausdruck bringen. Ich fand diesen Film wunderbar. Er hat eine wahnsinnige Poesie und auch Frische und er hat mich wirklich so ein bisschen auch an einen langen, langen Zopf erinnert, den ich flechte und durch diese Erzählstränge und war dadurch natürlich auch äußerst interessant und auch mit diesen überraschenden Schnitten, also es war ja nun auch nicht immer so, dass eine Szene wirklich so bis zum Ende ging, zu einem scheinbaren Ende, sondern es gab oft einen ganz harten Schnitt. Wieder in einen anderen Erzählstrang rein und das hat das meines Erachtens sehr, sehr interessant gestaltet, diesen Film. Dankeschön, werde ich auch an unseren Editoren weiterleiten. Möchte gerne auch Feedback geben, also der Film hat mir sehr gut gefallen. Danke. Zwischendrin habe ich wirklich auf ein Happy End gehofft, weil ich gedacht habe, das sind wirklich nur schwere Themen und das ist überhaupt kein Hoffnungsstrahl, aber auch für mich haben die letzten Szenen funktioniert, sodass man doch rausgeht und sagt, ja, morgen ist Montag und die Sonne wird aufgehen. Das ist schwer, hoffen wir es. Naja, das ist mutig. Ende Dezember. Oh ja, da ist die nächste Frage. Jetzt trauen wir uns doch noch alle aus der Deckung. Vielleicht noch im Anschluss an das, was meine Nachbarin zur Linken gesagt hat, ob sie ein Drehbuch
zu mehreren schreiben. Könnten Sie sich denn vorstellen, auch eine Literaturverfilmung beispielsweise zu machen? Denn einiges hat mich schon erinnert, also gerade so dieses Thema Zufall oder Schicksal an Paul Auster. Ich habe jetzt gerade dieses 4321 gelesen. Das wäre vielleicht eine Vorlage für Sie, allerdings 1200 Seiten dick. Wird relativ sportlich sein. Aber wäre das beispielsweise etwas, also jetzt nicht dieses Buch natürlich, aber wäre das etwas, was Sie sich vorstellen könnten? Ja, also ich meine, das wäre auch toll. Ich glaube, letztendlich kann ich mir alles vorstellen, wenn ich das Gefühl habe, dass man dann was Gutes draus machen kann. Und es wäre natürlich total schön, wenn man eine super Literaturvorlage jetzt hätte, aus dem man gut ein Drehbuch machen kann und vor allem einfach schnell, sodass man auch ganz schnell drehen kann. Weil das ist immer das Schlimme, dass das alles so lange dauert, weil es macht so Spaß, all diese Sachen. Und jetzt gerade denke ich mir so, okay, wahrscheinlich frühestens in 2 Jahren darf ich wieder drehen, weil bis dahin dauert das, bis man irgendwie das Drehbuch geschrieben hat und die Finanzierung zusammen hat, frühestens. Was schrecklich ist als Vorstellung. Insofern, ja. Haben Sie eine? Ja, das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen ein Problem, die Rechte zu bekommen. Ich habe noch eine Schlussfrage, wenn es keine weiteren sind. Die Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film? Also das ist auch eine Frage im Titel. Jetzt haben wir schon gehört, dein Werdegang ist schon mal ein bisschen anders als bei den meisten. Und wir haben auch schon gehört, du definierst dich viel auch über diese Vorbilder, die eher aus dem internationalen Kino kommen. Gibt es denn Menschen, Filmemacher, Kollegen in Deutschland, mit denen du dich identifizierst, wo du sagst, ja, die arbeiten auch so oder mit denen bin ich befreundet, genauso arbeite ich so, da fühle ich mich wohl. Gibt es da sowas? Also erstmal, ich bin zwar sehr aus dem internationalen Kino geprägt, aber ich finde auch wirklich, dass es großartige deutsche Filme gibt. Der Film ist auch total viel, ich sage jetzt mal zitiert, von Christian Petzold. Christian Petzold macht ja eigentlich ganz andere Filme, würde ich jetzt sagen, aber dennoch ist das eine große Inspiration, weil ich für mich einer der großartigsten Regisseure in Deutschland und sehr poetisch auch in seiner Arbeit. Er hat auch aber einen Film gemacht, der in 3 Sekunden spielt und welcher trotzdem eine ganze Geschichte erzählt. Welcher war das denn? Muss man jetzt helfen, hier mit dem Titel Jella, ist das? Ach so, ah ja, Jella, ja. Klar. Und ich habe Wolfsburg, ist einer meiner Lieblingsfilme, wird man, wenn man Wolfsburg gut kennt, kann man da auch so ein paar Parallelen entdecken. Und ich bin tatsächlich sehr eng mit vielen anderen Filmemachern, also zum einen eben Tim Fehlbaum, der hat damals Hell gemacht, mit dem habe ich seinen neuen Film zusammengeschrieben. Er wiederum hat bei mir 2. Kamera gemacht und war der Erste, der das Drehbuch gelesen hat. Dann Eva Trobisch, die Regisseurin von Alles ist gut, ist seit jahrelang eine meiner, also eine sehr enge Freundin. Wir haben zusammen auch schon gearbeitet und begleiten uns. Ganz wichtig war jetzt auch Sophie Kluge, die mit ihrem Film Golden Twenties im Sommer gestartet ist. Wir hatten zusammen Premiere am Filmfest, wir hatten denselben Co-Produzenten, wir hatten denselben ersten Drehtag und hatten eine Selbsthilfegruppe irgendwann und haben dann wirklich so während dem Dreh wöchentlich telefoniert und dann zum Ende hin wirklich fast täglich. Und ja, ich habe immer das Gefühl, das ist eben bei der Frage, was tut sich im deutschen Film? Ich glaube, es ist natürlich, sind schwierige Zeiten fürs Kino. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da wirklich zusammenhält. Und weil es gibt ja letztendlich gibt's keine Konkurrenz. Ich glaube, wir alle profitieren von jedem guten Film, der gemacht wird. Und von jedem Kinobesucher, auch wenn es nicht im eigenen Film ist, weil allein aus dem Grund von Filmförderungen. Aber ich glaube, weil man einen guten Film im Kino gesehen hat, geht man auch eher nochmal wieder ins Kino. Und da gibt es ja noch einen so wirklich großen Markt, der zu erschließen ist. Der Deutsche geht durchschnittlich 1,4 Mal im Jahr ins Kino. Da ist noch Potenzial nach oben da, glaube ich. Und ich glaube, so, man muss einfach zusammenarbeiten, sich gegenseitig helfen, sich unterstützen und schauen, dass man halt gemeinsam bessere Filme macht, sodass wieder mehr Leute ins Kino gehen.
Dein Film hat auf jeden Fall große Lust gemacht, gleich wieder ins Kino zu gehen. Ja, ich hoffe es. Bevor ich dich verabschiede, möchte ich direkt genau auf diese kommenden Termine hinweisen. Im Januar geht es natürlich weiter mit Was tut sich im deutschen Film? Und zwar ausnahmsweise mit zwei Filmen, nämlich wir holen Systemsprenger nach. Einen der großen Filme dieses Jahres. Da kommt am 12. Januar der Produzent Jonas Weidemann und einen Tag später kommt es vielleicht zur Oscar-Nominierung. Und am 14. Januar kommt Christian Allwart zu uns. Er hat auch schon in Hollywood gedreht, sein neuer Film heißt Freies Land und er kommt aus Hessen, aus Jugendheim, freut sich mal wieder in die Heimat zu kommen. Plus wir verkaufen ab morgen oder übermorgen schon Karten für Mario Adorf, der am 8. März dann hier zu Gast sein wird im Rahmen seiner großen Abschiedstournee. Das genug der Werbung vorweg. Es war ein ganz wundervoller Abend. Bitte dann nochmal großen Applaus. Mariko Minoguchi mit ihrem wunderbaren Film Mein Ende, dein Anfang. Sagen Sie es bitte weiter. Sonnenschein natürlich, der das Gespräch geführt hat.